das Tanzpaar im gleichen pulsierenden Rhythmus. Die doppelte Spiralbewegung in schnellem Tanztempo. Individuelle, gezogene und fortwährende Kreisbahn. Das Entschweben in eine bessere Welt und die Flucht vor der Wirklichkeit. Das ist der Walzer. Der Walzer entstand im 18. Jahrhundert in den ländlichen Gebieten Deutschlands und Österreichs. Er entwickelte sich aus den volkstümlichen Tänzen und war durch seine schnellen Drehbewegungen der Tanzbare charakterisiert. Vorform des Walzers waren Tänze wie der Ländler, der Deutsche und Langaus. Der Aufstieg des Walzers spiegelte gesellschaftliche Veränderungen wider. Während die höfische Gesellschaft strenge Tanzregeln hatte, bot der Walzer eine freie und ungezwungene Form des Tanzens. Nach der Niederlage Napoleons wurde Europa neu geordnet. Während des Wiener Kongresses versammelten sich Vertreter und Delegierte der europäischen Staaten, um über die Neuordnung Europas nach den Napoleonischen Kriegen zu verhandeln. Das gemeinsame Tanzen half, die Spannung zwischen den Staaten abzubauen. Oft wurde zu diesem Ereignis gesagt, der Kongress tanzt, aber bewegt sich nicht. Sie tanzten, erzielten aber keine Fortschritte in den Verhandlungen und kamen zu keinen neuen Beschlüssen. Mit der Industrialisierung und dem Wachstum der Städte im 19. Jahrhundert kam es zur gesellschaftlichen Transformation. Denn der Walzer wurde auch nun in städtischen Zentren immer beliebter. Tanzsäle wurden zu einem wichtigen gesellschaftlichen Ereignis, bei dem Menschen unterschiedlicher sozialen Schichten zusammenkamen. Hallo Leute, ich bin Hachi, der Musikprofi. Heute beschäftigen wir uns mit einem der bekanntesten Musiker der Romantik, Johannes Brahms. Wir schauen uns gemeinsam an, wie er seine Liebeswalzer komponiert hat. Dabei werden wir uns auf die Liebeswalzer Opus 52, Nummer 10 und 11 konzentrieren. Deshalb kommen wir zu unserer Frage. Ist der Walzer von Brahms tanzbar? Ich weiß nur, dass zwei Takte einer Drehung im Walzer entspricht. Wir werden uns anschauen, welcher der Walzer das Spiel der Tanzbarkeit gewinnen wird. Dabei werden wir uns auf die typischen Walzermerkmale der beiden Walzer konzentrieren und gucken, was für sie spricht und was nicht. Am Ende schauen wir uns an, wer von den beiden mehr Tore erzielt und zum Sieger wird. Bevor wir uns jedoch genauer die beiden Walzer anschauen, wollen wir Brahms erstmal genauer kennenlernen. Ihr habt ihn ja bereits zu Beginn des Videos gesehen. Sein ganzer Name ist Johannes Brahms. Er war ein deutscher Komponist und Pianist der Romantik und ist 1833 in Hamburg geboren und ist 1897 in Wien verstorben. Wie viele andere Komponisten ist Brahms in eine musikalische Familie geboren worden und hat so schon früh den Kontakt mit Musik aufgenommen. Als er noch ein kleiner Junge war, hat er erste musikalische Ausbildungen von seinem Vater gelernt. In seiner Jugend hat er sein Geld als Pianist und Musiker verdient. Ebenfalls ist er schon früh auf Konzertreisen gegangen und lernte dabei wichtige Musiker und Komponisten kennen. Eine der entscheidendsten Begegnungen war mit dem Komponisten Robert Schumann, der sofort das Talent sah und dieses förderte. Brahms beherrschte verschiedene Formen. So komponierte er alles, von Klavierstücken über Orchesterwerke bis zur Kammermusik. Seine Musik zeichnete sich durch seine Struktur, Tiefe und emotionale Intensität aus. Johannes Brahms verbrachte den Großteil seines Lebens in Wien und wurde zu einem der angesehensten Komponisten seiner Zeit. Und kleiner Funfact: Er ist einer der drei Bs der musikalischen Dreifaltigkeit neben Bach und Beethoven. Darüber hinaus war Brahms, wie viele Komponisten seiner Zeit, von den Werken Johann Strauss' Sohn beeinflusst, der als Walzerkönig bekannt war und maßgeblich zur Popularität des Walzers beitrug. Nun wollen wir uns jedoch auf eins seiner Werke konzentrieren und uns diese genauer anschauen und analysieren. Wichtig dazu zu sagen ist jedoch, dass sich Johannes Brahms für diese Walzer Inspiration von einem Gedicht von Georg Friedrich Daumer holte. Dieses Gedicht finden wir auch später wörtlich in Brahms Stücken wieder. Bei unserer heutigen Analyse werden wir uns auf die Nummer 10 und 11 von Brahms Walzern konzentrieren. Sie sind in Tonsatz und Ausdruck sowie dem Umgang mit Walzerklischees sehr unterschiedlich. Nun kommen wir zum ersten Teil der Analyse. Der Liebeslieder-Walzer, Opus 52, Nummer 10. Zu Beginn wollen wir auf die allgemeinen Infos des Stückes hinweisen. Das Stück wurde in G-Dur geschrieben und weist einen Dreivierteltakt vor. Darüber hinaus hat es eine vierstimmige Besetzung von Sopran, Alt, Tenor und Bass. Begleitet werden die Gesangsstimmen von zwei Klavieren. Insgesamt hat das Stück einen Umfang von 43 Takten. Bei der Form des Walzers lässt sich folgende Form festhalten. A, A, B, C. Im weiteren Verlauf der Analyse werden wir formteilig vorgehen. Beim ersten Blick auf die Partitur fällt auf, dass das ganze Stück in der Dynamik Piano gespielt bzw. gesungen wird.
Die Melodie liegt bei Sopran und Tenor. Bei dem Ton-Wort-Verhältnis ist deutlich, dass es sowohl melismatisch als auch syllabisch ist. In Takt 3 sehen wir den Fall der Melismatik. Hier werden auf dem Wortquelle mehrere Töne gespielt. Ist das Verhältnis syllabisch, wird ein Ton pro Textsilbe gespielt. Dies erkennen wir im Takt 5. Gucken wir uns nun die verschiedenen Formteile an. Fangen wir mit dem A-Teil an. Der A-Teil geht von Takt 1 bis 10. Hier spielt das Wiederholungszeichen eine wichtige Rolle, denn so kommen wir auf eine Länge von 20 Takten. Zu Beginn fällt das Motiv auf. Es besteht aus einer punktierten Viertel mit 3 Achteln und einer Viertel. Die punktierte Viertel verleiht dem Stück eine gewisse Sprunghaftigkeit, was das Ganze heiter und verspielt wirken lässt. Dieses Motiv finden wir mehrmals und auch variiert im ganzen Stück. Unter anderem auch in der Begleitung, die zusammengebunden werden. Die Melodie wird hier zu Beginn von der Sopranstimme gesungen. Dabei findet eine Imitation von Tenor statt. Ab Takt 5 singen alle 4 Stimmen homophon zusammen. Diese haben hier noch eindeutig verteilte Rollen, indem Klavier 1 in Oktaven das Eingangsmotiv Taktwechsel vorführt und ergänzt. Im Klavier 2 werden auf der CZ1 die Töne einer aufwärts gehenden diatonischen Tonleiter verwendet. Takt 9 und 10 leitet eine Hemiole in Klavier 1, die 2 Dreiertakte wie 3 Zweiertakte betont wird, und eine Achtelgirlande in Klavier 2 leitet elegant über zur Wiederholung bzw. zum zweiten Teil. Am Ende des A-Teils liegt der Fokus auf der Klavierbegleitung. Die Stimmen haben eine Pause. Allgemein fällt noch auf, dass ein walzertypischer Aufbau mit einem zweitaktigen Vorder- und Nachsatz vorzufinden ist. Später folgen jedoch 6 Takte, die Brahm-typisch sind. Daraus entwickelt sich eine 10-taktige Periode. Nun kommen wir zum zweiten Teil des Stückes. Auch hier finden wir das Motiv von Anfang wieder, jedoch sequenziert. Zeitlich versetzt wird die Melodie auch von der Alt- und Bassstimme übernommen. In der Begleitung wird zum einen das Schwer-Leicht-Leicht-Motiv aufgegriffen, sowie das Eingangsmotiv. Die letzten beiden Takte der beiden Klaviere sind rhythmisch identisch zu dem aus dem A-Teil. Die Spannung wird erneut aufgebaut und leitet in dem nächsten Teil über. Wir finden erneut die Hemiolen. Nun widmen wir uns dem C-Teil des Stückes zu. Auffällig ist, dass die Bass- und Tenorstimme noch ihre Phrase bis zum ersten Takt des C-Teils outsingen. Gleichzeitig wird die Melodie vom Tenor wieder begonnen. Auch hier findet eine zeitliche Versetzung der Melodie in anderen Stimmen statt. Textlich ist es der gleiche zum B-Teil. In Takt 25 wird das Motiv ähnlich wie im A-Teil in der Begleitung zusammengebunden und etwas verändert. Die eigentliche letzte Note wird von einer Viertelnote zu einer punktierten Viertel umgewandelt. Ab Takt 30 singen alle 4 Stimmen wieder homophon. Die Begleitung spielt auch hier am Ende dasselbe wie in den A- und B-Teilen. Im zweiten Klavier tauchen die schon vorgekommenen Tonleitern erneut auf. Diese sorgen für eine Spannung am Ende. Eine Besonderheit ab Takt 30 besteht darin, dass sich ein Ritardando wiederfindet. Zusammenfassend lässt sich zu der Nummer 10 sagen, dass sie sehr angenehm zum Anhören sowie Tanzen ist. Es wird eine entspannte Atmosphäre geschaffen, wie zum Beispiel durch die Dynamik Piano oder das Schwer-Leicht-Leicht-Motiv. Das herausgefundene Motiv wiederholt sich während des gesamten Stückes, die den sprunghaften Charakter besitzt. Sei es in Originalform, sequenziert oder leicht verändert. Wichtig erneut zu benennen ist der Bezug von dem Stück zu Georg Friedrichs Gedicht. Wir finden alle seine Verse in dem Stück von Brahms wieder. Das Wechsel der Melodie unter dem Stimmen sorgt für eine Abwechslung und Bewegung. Will ich mir das ganze Stück so anhöre, will ich ja glatt mittanzen und nicht aufhören. Aber das muss ich leider, denn jetzt gucken wir uns die Nummer 11 an. Fangen wir also mit der Nummer 11 an. Nach dem ersten Hören fällt sofort der Unterschied zur Nummer 10 auf. Es ist deutlich schneller und lauter. Es wird ganz anders auf mich. Kommen wir erstmal zu den allgemeinen Informationen über das Stück. Es wurde in C-Moll geschrieben. Es hat einen Dreivierteltakt, wobei das typische Schwer-Leicht-Leicht-Motiv verschwindet. Ebenfalls hat es eine vierstimmige Besetzung von Sopran, Alt, Tenor und Bass. Begleitet werden die Gesangsstimmen von 2 Klavieren. Insgesamt hat das Stück 52 Takte. Bei der Form des Walzers lässt sich Folgendes festhalten. Beim ersten Blick auf die Partitur fällt auf, dass das Stück direkt in der Dynamik Forte anfängt. In dem ganzen Stück singen die 4 Stimmen homophon. Bei dem Wort-Ton-Verhältnis ist auffällig, dass es im Großteil syllabisch ist.
Gucken wir uns nun die verschiedenen Formteile genauer an. Fangen wir mit dem A-Teil an. Dieser Teil wird im Forte gesungen. Die Stimme singt homophon, wobei das Nein mit einem spitzen Ton des Soprans die beschimpften Ausdruck hervorsticht. Mit Hilfe der Staccati bei den Stimmen und der Klavierbegleitung im Laufe des Stückes wird eine aufregende Stimmung hervorgerufen. Durch die Homophonie stechen die Pausen hervor. An diesen Stellen liegt der Fokus auf der Klavierbegleitung. Dadurch wird die Spannung aufgebaut und die Erwartung der Zuhörer getäuscht. In Klavier 1 werden die gleichen Noten wie die Stimme verwendet. Darüber hinaus werden die Akkorde mit einem Abstand von Terzen gespielt, was sehr typisch für Volkslieder ist. Allgemein fällt noch auf, dass ein typischer Aufbau mit zweitaktigen Vorder- und Nachsatz vorzufinden ist. Es entwickelt sich zu einer achttaktigen Periode. Nun kommen wir zu dem B-Teil. Auch hier singen die Gesangsstimmen wieder homophon. Der Unterschied zum vorherigen Teil liegt in der Dynamik. Zuvor wurde in Forte gesungen, dieser Part jedoch leise. Zu Beginn dieses Teils finden sich diatonisch aufgebaute Tonleitern wieder. Nach diesen Tonleitern wurde das Motiv aus dem Walzer Nummer 10 wieder verwendet. Dieses Motiv sorgt für einen gewissen Kontrast und stellt einen Bezug zur Nummer 10 dar, die hierbei melismatisch ist. In der Begleitung kommen wir in Takt 13 folgende zum Höhepunkt durch die Terzstapelung und sich in Takt 15 entwickelten Crescendo. Auf diese Weise baut Brahms Spannung auf. Die Crescendi verwendet er auch in den Gesangsstimmen. Diese verstärkt die Dynamik und dient als Andeutung auf die kommende Auffälligkeit. Ebenfalls finden wir auch hier einen zweitaktigen Vorder- und Nachsatz wieder. Das Besondere hierbei ist, dass die letzten beiden Takte des B-Teils die achttaktige Periode unterbrechen. Es werden zwei weitere Takte des zweitaktigen Nachsatzes an die Periode gehangen, was Brahms typisch ist. Das sorgt für ein Spiel mit der Erwartung. Anschließend an diesem B-Teil kommt erneut der A-Teil. Dieser Teil ist auf textlicher, melodischer und begleitender Ebene identisch zu dem zu Beginn. Der einzige Unterschied liegt auf den Akzentuierungen auf der C-Zeit 1. Am Ende des wiederholenden A-Teils ist ein Wiederholungszeichen zu erkennen. So wird der B- und A-Teil erneut gespielt. Doch jetzt ist die Aufmerksamkeit gefragt. Sind wir nach der Wiederholung wieder am Ende angekommen, springen wir in die zweite Klammer. Weshalb wir jetzt zu dem A-Teil kommen. Dieser Teil ist identisch zum ursprünglichen A-Teil. Die letzten beiden Takte verändert sich jedoch. Was genau, gucken wir uns jetzt an. Die zwei Takten wurden jeweils mit einer halben und einer vierten Note geschmückt. Auszudeuten wurde in diesem Fall verlängert. Zusammenfassend lässt sich zu der Nummer 11 sagen, dass es ein deutlicher Kontrast zur Nummer 10 ist. Es wird deutlich schneller und lauter gespielt, wodurch es hektischer wirkt. Es herrscht eine simple Harmonik, die bei den diatonischen Tonleitern zu sehen ist. Zwar ist es in einem Dreivierteltakt komponiert, aber das Schwerdeich-Leichtmotiv ist nicht vorhanden. Auch aus diesen beiden Gründen lässt sich der Walzer nicht tanzen. Dennoch haben wir an einer Stelle einen Zusammenhang zwischen den beiden Walzern gefunden. Das Motiv. Wiederholungen und Ausschmückungen durch Staccati und Terzstapelungen finden statt. Kommen wir nun zum Ende des Videos. Wir wollen die beiden Walzer jetzt miteinander vergleichen und gucken, welcher der beiden tanzbar ist. Wir befinden uns jetzt auf dem Fußballfeld. Die beiden Walzer werden gegeneinander antreten und während wir die typischen Walzermerkmale abhaken, sehen wir, ob diese auf die Walzer zutreffen oder nicht. Fangen wir an. Das erste Kriterium für den Walzer ist der Dreivierteltakt. Was eine Überraschung. Beide Walzer haben dieses Kriterium erfüllt. Das bedeutet, es steht direkt zu Beginn unentschieden. Beide Walzer sind noch hochmotiviert im Spiel. Weiter geht's mit den Wiederholungen. Das sieht nach einem ausgeglichenen Spiel aus und schon wieder ein Unentschieden. 2:2. Beide Walzer stehen wieder auf ihren Hälften. Das nächste Kriterium kommt. Sind die beiden Walzer heiter, verspielt und in hoher Lage? Beide Walzer kämpfen um den Punkt. Das sieht spannend aus. Und beide Walzer können einen Punkt erzielen. Es steht 3:3. Das nächste Kriterium kommt aufs Feld. Es ist der zweitaktige Vorder- und Nachsatz. Haben beide Walzer ihre Phrase und eine daraus entwickelnde achttaktige oder zehntaktige Periode? Das sieht nach einem Unentschieden aus. Und? Ja, es ist ein Unentschieden. Wollen wir nun sehen, welcher der beiden Walzer rhythmisch tanzbarer ist? Da kommt auch schon das Schwerleicht-Leichtmotiv ins Feld. Eines der wichtigsten Walzerkriterien. Warum? Passend dazu haben wir eine Auszeit im Spiel. Die beiden Spieler machen eine kurze Besprechung mit ihren Trainern. Nutzen wir die Zeit und gucken uns an, warum das Schwerleicht-Leichtmotiv so wichtig ist. Während dieses typische Motiv zweimal gespielt wird, können die Tanzpaare eine ganze Umdrehung tanzen. Und so kommen wir zu der typischen Walzerdrehung. Wenn das Tempo also zu schnell ist, wird es schwieriger bis unmöglich zu tanzen. Die Auszeit ist vorbei und die letzten Minuten des Spiels beginnen. Das ist aber ein Hin und Her. Wer kann den Punkt für sich entscheiden?
Das sieht gut für die Nummer 10 aus. Die Nummer 10 hat ein Tor geschossen. Abpfiff. Das ist ein Sieg für die Nummer 10. Endstand 5:4. Glückwunsch an die Nummer 10. You are you, I am me. Zwar ist Nummer 11 nicht tanzbar, dennoch hat Brahms ein geniales Stück komponiert. Jetzt haben wir für euch noch das Wichtigste der beiden Walzer zusammengefasst. Gerne screenshotten! Leute, ihr habt noch nicht gescreenshottet. Worauf wartet ihr? Sehr gut. Nun habt ihr es geschafft. Ihr seid perfekt auf das Abi vorbereitet. Ich, Hachi, wünsche euch ganz viel Erfolg dabei. Ihr schafft das!